Zwei Monate nach seinem Aus bei Bad Radkersburg hat Mario Haas wieder einen Trainerjob. Die 43-jährige Sturmlegende übernimmt Metersdorf. Somit übernimmt Haas den Job von Mario Posch, der laut Metersdorf aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist. Wir waren in der Vergangenheit schon einige Male mit Haas in Kontakt. Es hat sich dann aber nie ergeben, sagt Präsident Helmut Ragem zur kleinen Zeitung. Jetzt wünscht sich Mettersdorf attraktiven und offensiven Fußball in der Landesliga. Aktuell liegt der Klub auf dem 4. Tabellenplatz. Haas betreute zuvor 4 Spiele lang Bad Radkersburg, verabschiedete sich nach einem Punkteschnitt von 0,25 aber wieder. Werbung, Werbung.